Hallo liebe Battle-Gemeinde, hier ist mal wieder der Titus und herzlich willkommen zur zweiten Analyse der Zwischenrunde. Heute geht es um den legendären Psychonik von Crackhouse Records und Baba Strain aka Gizek Rap. Da sich spontan die Möglichkeit für Chaotix Live-Analysen mit Gast ergeben haben, werde ich mich bei den restlichen drei Zwischenrunden-Analysen kurz halten. Im Anschluss dazu, also zu der Punktevergabe hier, folgt dann auf jeden Fall die Live-Analyse von Chaotix. Da schon mal viel Spaß mit. Und der Gewinner des Battles bekommt auch am Ende der Live-Analyse direkt seinen Achtelfinalgegner zugelost. Ja, starten wir mit der Kurzanalyse und der Kategorie Video. Ich werde bei den meisten Kategorien in diesem Battle nicht genau auf beide Teilnehmer eingehen, sondern lediglich kurz vergleichen und dann direkt die Punkte droppen. Die anschließende Live-Analyse von Chaotix ist sehr ausführlich, deswegen sollte das so reichen. Keiner von beiden hat hier ein gutes Video am Start, muss man sagen, wobei Gizek Rap sich mehr Mühe gegeben hat und nicht wie Psychonik hauptsächlich alte Videoschnipsel und auch Standbilder recycelt hat. Gizek hat auch eine Art Videokonzept, das muss man schon sagen, wenn auch die Auflösung ziemlich schlecht ist. Hätte mir von beiden mehr gewünscht und vergebe 2 Punkte für Psychonik und 4,5 für Gizek. Weiter zur Kategorie Flow und Delivery. Psychonik hat schon mal deutlich besser auf dem Beat gerappt, muss man sagen, als in dieser Runde. Sehr viel Cringe-Potenzial bei Flow und Delivery von Psychonik vorhanden. Leider alles sehr unsouverän und drucklos delivered. Lediglich die Sweeten Boys vom Lüneburger Bergsportverein sind da eine positive Abwechslung in der Runde. MacP am Ende der Runde float auf jeden Fall noch unsouveräner und ist besonders schwer zu verstehen. Im Vergleich dazu ist Gizek auf jeden Fall besser, wenn er auch noch recht weit davon entfernt ist, gut zu sein. Gizek ist oft auf dem Takt, sonst nah dran, deutlich besser zu verstehen. Und teils sind der Stimmeinsatz und die Betonung auch akzeptabel bei Gizek. Das kann man jetzt bei Psychonik nicht sagen. Seine Stimme hat da etwas, aber sonst kann man da nicht viel zu sagen. Dementsprechend haben auf jeden Fall beide noch viel Luft nach oben. Gibt 4 Punkte für Psychonik und 6,5 Punkte für Gizek. Kommen wir zur Audio. Die Audioqualität ist bei beiden sehr bescheiden, aber tatsächlich bei Psychonik minimal besser. Giseks Beat scheppert sehr unangenehm, was das Soundbild zumindest bei mir stark stört. Klingt ein bisschen wie so ein Pringles Lautsprecher und ist echt nicht feierlich. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Kann ich mir jetzt nicht erklären. 5 Punkte für Psychonik und 4 für Gizek Rap im Punkt Audioqualität. Und dann sind wir auch schon beim Text. Beim Text wiederum liegt Gizek vorne, wobei man immer betonen muss, dass es sich eher um ein er ist nicht so schlecht wie handelt und nicht um ein gut. Dieses Battle hat textlich und auch generell leider nicht so viel zu bieten. Das grundsätzliche Textniveau von Gizek, muss man schon sagen, ist allerdings höher. Es sind keine nennenswerten Lines dabei, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Bei Psychonik sind es die einzig akzeptablen Lines in der Runde die Hook, die halt vom Lüneburger Berg Sportverein gefeatured wurde und allerdings auch von der Audio halt sehr unangenehm klingt. Das liegt wohl daran, dass Psychonik das nochmal extra abgemischt hat. Gibt nicht viel weiteres dazu zu sagen zum Text, daher nun die Punkte. 4 Punkte für Psychonik und 7 für Gizek Rap und dann sind wir auch schon bei der letzten Kategorie, dem Gesamteindruck und kommen dann im Anschluss zur Live-Analyse des ehrwürdigen Chaotix. Beim Gesamteindruck gibt es 5 Punkte für Psychonik und 6 Punkte für Gizek. Das macht dann im Gesamten ein 28 zu 20 für Gizek Rap und Psychonik wäre demnach raus. Gucken wir mal, ob Chaotix Psychonik hier retten kann oder ob er verloren geht. Wäre ja wirklich schade, aber im Endeffekt hat Gizek halt die leicht bessere Runde eingereicht. Dann viel Spaß mit der Live-Analyse, haut rein. Das war's von mir, euer Titus. Yo, hier ist Chaotix mit dabei. Shorty. Und wir machen die nächste Zwischenrunde. Ja, genau. Ich erkläre jetzt nicht nochmal. Also ich kenne die Runden nicht. Ich habe diesmal auch nicht die Runden davor gesehen, weil es jetzt schon wieder, es ist sau spät und Chaotix kennt ja die ganzen Runden. Ich gebe nur meinen Senf dazu. So meine Meinung juckt eigentlich nicht. Ich bin jetzt nur hier so dabei, weil ich da Bock drauf hatte. Genau. Ich hoffe, unser Commentary gefällt euch. Wir versuchen es nicht so lang zu machen wie die letzte. Okay, ja. Wir haben Psychonik versus Gizeka Rap. Ja, und gleich, let's go, oder? Wir wollten es nicht so lang machen. Crackhouse. Mensch, Chaotix, vielen Dank. Was? Ich kenne da nichts von dem, als ob der so rappt.
Das ist unser Meme. Das ist Psychonik und sein Kollege MacP aus dem Crackhouse Records Label. Der hat aber so ein Pablo-Shirt an. Ja, der rappt so. Meint ihr das ernst? Der macht so bei 5 Turnieren gleichzeitig mit. Der Psychonik. Aber meint, macht er das aus Joke? Ich weiß es nicht. Mensch, gehört euch vielen Dank für die bevorstehenden bleibenden Schäden. Gummiwasch und Scheitern müssen wir echt nicht drüber reden. Wir existieren hier eigentlich nur hoffnungslose pädophile Gays. Versuch gar nicht erst nicht rauszureden, dass ich dich verschone, ist Schwachsinn. Der einzige Reim, den ich bisher rausgehört habe, war Reden auf Reden. Denn diese Behauptung liegt wie dein Taktgefühl Kilometer weiter daneben. Seht ihr einfach Ständigkeit? Jury gibt er nicht nur ab, um Angriffsfläche zu reduzieren, sondern weil sein Texting peinlich sei. Doch allein für deine Fresse musst du schon mehr kassieren, als dein Sparringpartner ebenfalls klappt. Er hat einfach die Line weggelassen. Er hat 4 Bars weggelassen. Okay, Part 1. Ja, brauchen wir nichts drüber sagen, oder? Ist halt wack so. Er hat halt echt die erste Runde überlegt, weil sein Gegner, das war dieser Cooney, wo da in dem 45 Rackets Video rumgesprungen ist. Der hat so ein Raccoon-Kostüm an und hat halt so aus, also nicht ernst gemacht, scheiße gerappt. Mhm. Aber es hat sich noch schlimmer angehört als das. Deswegen haben wir gesagt, ich höre mir lieber nochmal eine Psychonik-Runde an, als so eine Cooney-Runde. Ja, ist ja auch mega unterhaltsam. Ist also ja sau witzig so. Ich will dich ja auch nicht fronten, Psychonik, so. Ich finde es ernsthaft witzig so. Ursprünglich war mein Plan, ich wollte den Beat runterladen, wollte deinen Text, die ersten 8 Bars umschreiben und selber drauf rappen, um dir zu zeigen, wie man es richtig macht. Das war die ursprüngliche Idee, aber kann ich ja vielleicht nachträglich noch machen, aber du hast ja einen gewissen Takt und ein Versmaß. Nee, hat er nicht, Alter, was laberst du? Ja, nein, also das der hast du. Er hat nichts. Du hast es, aber er nutzt es nicht, das meine ich damit. Nein, hat er nicht. Das stimmt einfach nicht. Der Chaotic ist zu nett mal wieder. Der hat nix, hat der. Das ist doch so. Alter. Nix hat der ab. Ja, ich weiß nicht, wie du deine Zeilen halt über die Verse streckst. Das ist halt total komisch. Und diese Pausen, die du machst, die passen halt nicht. Der Stimmeinsatz ist auch total komisch. Ich finde in diesen paar Stellen, da so er, seine Stimme ist halt super witzig so, und super interessant und einzigartig. Er könnte so Brian. Jetzt stell dir mal vor, er hätte einen krassen Text und würde so richtig auf den Beat abflexen. Ich glaube, das würde total cool kommen. Also, jetzt, no joke. Stell dir mal vor, er hätte jetzt krasse Reime, könnte plötzlich gut flauen Zeilen schreiben und gut rappen. Natürlich wäre das dann gut so. Ja, nein, aber ich meine mit der Stimme, ich könnte mir das richtig dope vorstellen. Aber ja. Ich finde halt, du musst wirklich auf deine Silben achten, dass du genug Silben für die Zeile hast und nicht einfach Pausen machst. Kilowatt daneben. Weißt du, du lässt diese Pause drin, dann sag doch lieber, verdammte Kilowatt daneben. Weißt du, dann setzt einen fucking Ausdruck mit rein, nur damit du die Zeile füllst. Ja, wenn du noch nicht so routiniert bist im Rappen, dann mach echt so sehr, sehr linear auf den Beat. Also guck dir an, wie ist die Zeilenlänge vom Beat? Dann hast du eine Zeile, dann hast du die zweite Zeile. So, dann machst du die erste Line, rappst du, machst einen Reim ans Ende der ersten Zeile, dass man das noch sagen muss, Alter. Du machst einen Reim ans Ende der ersten Zeile, dann machst du vielleicht sogar so eine kurze Pause, das könnte dann cool kommen so, und dann rappst du die zweite Zeile und machst einen Reim ans Ende der zweiten Zeile. Und im Idealfall betonst du den Reim dann noch richtig und dann passiert sowas auch nicht. Richtig. Machen wir weiter? Ja, jetzt kommt die Hook ist von Lüneburger Bergsportverein. Ah, okay, die waren cool, da hast du mir. Die haben das selber abgemischt, aber ich glaube, Psychonik hat das nochmal abgemischt. Die haben ihre eigene Hook schon selbst abgemischt und das kam dabei raus. Grüße an Lüneburger Bergsportverein. Da hat mir Chris mal eine Runde gezeigt, die fand ich ganz cool. Sketch, süßer, HBK. Wie geht's in Alaska? Er wäre ein krasser Gang. Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Und nimmt ihn so lang durch, bis er das versteht. Es ist Baba's Drain, es ist Baba's Drain. Denkst, wenn du ihn lang genug fickst, gibt Boris zu. Ob die Zac Front oder nicht, Alter, der Homo bist du. Und auf die Frage, ob er Bier will, sagt Baba's Drain. Nee, ich würde ein Wasser nehmen. Also der, geil. Weil der Gegner Giesecke Rap heißt Giesecke Rap und Baba's Drain, also entweder oder. Ja, hab ich so mir dann gedacht. Und der hat halt in seiner letzten Runde die ganze Zeit an der Kippe geraucht, so und so ein One-Take-Video gehabt. Nee, ich würde ein Wasser nehmen. Deswegen ist ganz ist gut. Witzig. Und er sieht auch, wie das wirst du gleich sehen, wie so ein cooler Bubi aus, so aus einer Punker-Gang. So das Ding ist, der, das klingt so, als hätte hier Psychonik
Stimmt, der heißt tatsächlich Psychonik. Ich dachte die ganze Zeit lang, der heißt Psychonik, aber er spricht seinen eigenen Namen ja in dieser Runde aus. Psychonik. Also, es klingt so, als hätte Psychonik die Hook bekommen und hätte dann einfach nochmal Hall drauf geklatscht und hätte dann nochmal ein bisschen Delay drauf geklatscht. Ich glaube, Sketch hat in die Kommentare geschrieben. Nee, hat er nicht. Aber er hat auf dem Server auf jeden Fall gesagt, so, also wir haben das nicht so abgemischt. Ja, das dachte ich mir auch schon, also ein bisschen komisch. Sehr schade für Soundbild halt eigentlich, weil ich finde, die Hook hätte der Runde sehr viel Gutes getan. Machen wir weiter. Schau dir das mal an. Die performen ernsthaft so. Der hat da ein Messer in seinem Holzbalken stecken. Was? Das meine ich ernst. Dann immer dieses Wasserzeichen vom Beat. Es ist Baba Strain. Es ist Baba Strain. Es ist Baba Strain. Hä, auch nochmal cool. Die haben halt die Hook einfach variiert. Die haben halt zwei Hooks gemacht. Zwei verschiedene Hooks. Cool, ja. Haben sich voll Mühe gegeben. Auf die erste Hälfte. Sehr schade, dass die Mische dann verhauen wurde. Es ist ja Nachmittag. Meine Nachbarn. Ja. Let's go. Yeah. Das war's. Jetzt kommen eine Minute lang. Mach's mal weg. Jetzt kommen eine Minute lang Credits. Und noch ein bisschen Wasserzeichen vom Beat. Damit man auch weiß, wer den gemacht hat. Ach, das ist Mac P's Part, oder was? Nee, das ist Psychonik. Raucht ihr da eine Crackpfeife? Ja, das ist das Crackhouse Records, Mann. Finde ich mega witzig. Vor allem, man weiß halt legit, dass das die sind, gell? Wegen der grünen Wand im Hintergrund, die war ja in dem anderen Video, wo er das Messer da in der Wand steckte. Das sind halt die echt, gell? Jungs, ja, weiß ich don't nicht. Do drugs, bro. Weiß ich nicht. Doch, aber kein Crack. Auch nicht die Drugs. Nee, das müssen wir uns doch nicht anhören, ist halt kacke. Ja, ich wollte wissen, was über meine Analysen da sagt. Ich hab mir legit bis jetzt diesen letzten Teil noch gar nicht. Du hast immer noch nicht auf Vollbild gemacht, ne? Oh, machen wir mit Giesecke dann. Ja, machen wir. Ja, ja, nächste Runde, oder? Psychonik ist unser, so unser Royal Punchline Battle. Bisher am unterhaltsamsten. Also ich fand die echt, ich hab so, das hat so angefangen und ich habe richtig Lachflash bekommen. Also no front an Giesecke Rap, wir dachten ursprünglich halt legit, dass du dich gar nicht reinhängen würdest und dass Psychonik das Ding tatsächlich holt wegen der LBV-Hook. Aber die Hook ist halt jetzt nicht mehr so gut, wie sie ursprünglich gewesen wäre. Du hast gedacht, dass Giesecke das Battle verliert? Ja. Dann bin ich gespannt, wie der rappt. Ja, nein, also nicht, er rappt jetzt nicht schlechter als Psychonik, aber wir dachten von ja, man kann nicht schlechter rappen als Psychonik. Doch, sein Crew-Kollege MacP rappt noch schlechter. Okay. Der ist nämlich schon rausgeflogen, der hatte 9 von 100 Punkten. Ah. In letzter Runde. Okay. Giesecke Rap, Vollbild, let's go. Und ein 420. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Was ist das? Also schau, meine Fernbedienung liegt da hinten. Oh, ich raste aus. Das Tour wäre fast runtergefallen. Professionell wie immer. Absolut. Bist du ready, Chris? Na. Zieh dir deinen Kopfhörer an. Noir Boy. So, Giesecke. Komm mal raus, Brüdel. Schön sein Grinder. Episch. Wow. Manche werden schlecht bewertet wegen Zeitmangel, aber Psychonik bekam 3 Punkte für die Leistung am Anfang, doch entscheidend.
Das ist ganz witzig. Seine Quali hat doch 3 Punkte bekommen. Zeitmangel. Auf Anfang. Das wäre der Reim gewesen, aber den hast du einfach verpennt, Bruder. Vielleicht kommt der doch. So ABAB, weißt du. Okay. Wegen Zeitmangel, aber Psychonik bekam 3 Punkte für die Leistung am Anfang, doch entscheidet sich weiter. Nein, Zeitmangel, aber auf Leistung am Anfang. Merkt man nicht. Finde ich, wenn, doch, es ist okay, aber es ist gut gedacht, aber nicht für mich. So, mega wacker Reim auch natürlich, keine Frage, kein, nein, ich mache jetzt ein Beispiel, das ist auch ein mega wacker Reim, das meine ich. Ach so. Wenn du sagst, der kann keinen punchen zum Beispiel, dann wäre das ein Reim auf Zeitmangel. Und wenn er den dann so gesetzt hätte, dass man das auch verstanden hätte, so. Mangel, aber Psychonik bekam 3 Punkte für. Kein punchen, so, irgendwie so, das ist halt Zeitmangel, ne? Das ist spät. Ich glaube, man versteht nicht, was ich meine. Die Leistung am Anfang doch entscheidet, sich weiterzumachen. Ist schon peinlich, so scheiße zu sein, dass Leute Witze machen, dass du weiterkommst, du Lappen, Mann, man kann dich nicht verstehen. Im Ernst, Rap, was du willst, das weiß keiner, worum es geht. Wenn Psychonik in die Schule geht, sind Beamten vor Ort. Du hast mehr behinderte Züge, so wie ein Krankentransport. Ein Battle gegen Autisten, die rappen wollen. Behinderte Züge wie ein Krankentransport. Du hast mehr behinderte Züge als ein Krankentransport, wäre, finde ich, cooler gewesen so. Aber wobei, so, ich glaube, einen Kranken transportiert man jetzt auch nicht in der Bahn so. Nee, echt nicht. Deswegen, also gut gedacht, aber ja. Leider passt es nicht. Ich find's natürlich viel cooler als besser gerappt und so. Aber mach dich doch über deinen Gegner witzig, Alter. Mach doch nicht so auf ernsthaft. Den kann man doch gegen nicht ernst so einen nehmen. Gegner hättest du wirklich eine selbstironische Runde machen sollen. Nee, oder einfach den Gegner komplett verarschen. Du musst ja nicht selbstironisch sein, musst du ihn nicht selber verarschen. Aber kann halt den Gegner einfach so voll auf lustig verarschen. Das stimmt, vor allem weil Psychonik halt einfach aussieht wie so ein. Ja, voll der 10-Jähriger. Hast du im Video gesehen, wie Psychonik immer so den hier gemacht hat, so mit ja, seinen das Laucharmen? Ist sein letztes Video. Er macht dann immer. Also ich meine, ich kann das auch nicht machen, aber ich mach das halt auch nicht. Naja. Sowas macht Psychonik. Nee, finde ich bisher cooler geflowt, so auch wenn die Reime manchmal ein der Beat ist dir halt viel zu mächtig und deine Mikroqualität ist grauenhaft. Ja, aber... Ich schwör, Psychonik hat eine bessere Audioqualität. Ja, hat er, aber das hört sich trotzdem besser an. Ja, ja. Wenn man nicht packt, dass denn jemals steigst du in meinen Zug, verdammt, ich spiel den Lymphas an, jetzt frag ich mich. Was da der Großkotz auf der Haut hat und der weckt mir den Verdacht, dass du dir Photoshop gekauft hast. Spring Bart, sind Blockaden, weil ich kein Packling will. Du bist Spaß, wie keinem was beweisen. Psychonik kann sich Photoshop nicht leisten. Weil du scheiße bist, also denk nicht dran mit. Ich will den Reim nochmal hören. Und er weckt mir den Verdacht, dass du dir Photoshop gekauft hast. Spring Bart, sind Blockaden, weil ich kein Packling will. Du bist Spaß, wie keinem was beweisen, weil du scheiße bist. Kein Feigling weisen, weil du scheiße bist. Das nein. Das ist kein... Ja, das war ein versuchter Binnenreim, aber das hat überhaupt nicht hingehauen. Nein, die Silben, die du betonst, musst du auch reimen. So ist nämlich. Und wenn du kein Feigling bin, wenn du die Silben so betonst, dann muss im besten Fall auch ein Reim kommen, der sich auf diese Silben... Kein Feigling ein bin. Feigling und in. Diese Silben müssen dann... Und das hast du nicht geschafft. Also denk nicht dran, mich mit Versetzen zu wissen. Du solltest selber gucken, dass sich deine Texte entwickeln. Ich bin besonders, doch manche Zeilen sind Unsinn. Und du bist besonders, damit du dich nicht umbringst, du Opfer. Ja, und du bist besonders, damit du dich nicht umbringst, du Opfer. Das ist die erste gute Line, die ich jetzt hier rausgehört habe. Du Leute, wie du Rockmann auf dem Pausenhof. Zu Hause sind sie Rapper, denn dann fühlen sie sich auch mal doof. Wenn man nicht viel hat, muss man sich dem Niveau hier anpassen. Riskos mit... Du machst das generell, dass du in der ersten Zeile den Reim richtig langsam aussprichst und in der zweiten hetzt du ihn so hinterher. Ja, genau. Finde ich. Wenn du den Reim in der ersten Zeile lang ziehst, dann zieh den Reim im Optimalfall auch in der zweiten Zeile lang. Und wenn du den Reim in der ersten Zeile durchratterst, dann ratter ihn auch in der zweiten Zeile durch. Natürlich kann man dann, wenn man irgendwann routinierter ist, da Variationen reinbringen, einfach damit es sich locker anhört. Aber grundsätzlich ist das halt vom Soundbild schon besser, wenn... Die Runde geht 4 Minuten. Ja, wir machen weiter. Zwanznacken, Kilos in Handtaschen, ziellos am Abschlachten, Kripos, die sich auch mal doof, wenn man nicht viel hat, muss man sich dem Niveau hier anpassen. Riskos mit Schwanznacken, Kilos in Handtaschen, ziellos am Abschlachten, Kripos, die anfassen, Wien vor den Kampf hoppen, ey, Technik plus, ey. Leckrein, Massaker. Erstaunlich. Technik plus, nee. ja, das ist halt eine total erzwungene Zweckreimkette, die keinerlei Bezug zu nichts hat. Aber wenn du genau den Reim genommen hättest und damit sinnvolle Sachen gesagt hättest, dann wäre das ein cooler Flow gewesen.
Ja, aber es war halt so, ich muss mich dem Niveau hier anpassen. Erstmal ganz komisch Niveau ausgesprochen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haut er ein paar coole Reime raus. Kilos in Handtaschen, Kripus am, was? Ja, irgendwas noch mit Schwanznacken oder so. Schwanznacken? Nicht? Schon, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Muss man sich dem Niveau hier anpassen. Kripus mit Schwanznacken. Ja, habe ich doch gesagt. Was ist denn ein Schwanznacken, Alter? Lass weitermachen, Mann. So, jetzt habe ich die Hook reingeskippt. Technik plus, ey. Erstaunlich, wenn ich sehe, dass Kripus so einem ne Plattform bietet. Denn du hast auch Familie, das ist fahrlässig. Wollt ihr ehrlich, dass sie sich dann schämen für den Bengel? Ausgestoßen von der Mama, es hat doch jeder mal eine Grenze. Die Audio ist so schlecht, ist dass sich selbst der Beat scheiße anhört. Und der ist von Fin Manu Beats und der macht geile Beats, Alter. Ich weiß, was du machen wolltest. Du wolltest den ersten Teil der Hook so melodisch machen und im zweiten Part, im zweiten Teil der Hook dann so mit Rap reinzukommen. Ja, aber du singst so schief und du singst echt nicht, schief, oder? Und die Audioqualität ist echt nicht, also, gut. Mit was hat er aufgenommen? Ich schwöre, seine letzte Runde hat sich nicht so schlimm angehört. Will nicht das. Also vor allem, das ist einfach nur schlecht rausgerendert, weil der Beat ist ja dadurch nicht schlecht. Du hast ja einen Beat im Programm und hast ein schlechtes Mikrofon zum Aufnehmen. Aber wie hör mal auf den Beat, der hört sich einfach scheiße an. Ja, dann weiter, oder? Erstaunlich, wenn ich sehe, dass Kripus so einem ne Plattform bietet. Jetzt schauen wir uns an, wie du performst. Dein Finger in die Kamera, wie alle anderen ist enorm. Spürst du da grad Spaß oder Freude? Verleugnest du, zeigst ja grad nur auf deine Freunde. Das Wort fällt der nach und sich ganz... Auch wieder, ich glaube, die zweite Line, die ansatzweise in Richtung Punchline ging in der Runde. Zeigst du da auf deine Freunde, und er hat ein Bild, wo der Typ so auf sich zeigt, weil... Ne, die Line okay, hätte ich tatsächlich das gerade nicht verstanden. Ah, okay, ja, gut. Das war okay. Ich hab so sein, plötzlich fällt dir was auf, aber keiner mehr ein. Und das heißt, du bist nur cool, wenn du nur Hilfe gibst. Plötzlich fällt dir was auf, aber keiner mehr ein. Und das heißt, du bist nur cool, wenn du nur einen Hit gebracht hast. Mit der Fresse kriegst du Ehre, weil du mitgemacht hast. Wie ein hässlichen Vogel stopft dich die Luke mit Tampons. Du siehst mit dem roten Tuch aus. Du Arschgesehen, ein blutiges Arschloch. Was für Gang, du brauchst immer ekelig, mein Freund, ekelig. Guckst auf den Schwanz. Ich die Luke mit Tampons, du siehst mit dem roten Tuch aus. Ist auch so gedacht, aber so scheiße abgemischt. Lass es doch nicht kommentieren, lass einfach weitermachen. Ja, wir müssen ein bisschen was dazu sagen. Oh fuck. Gesicht, glaub an mich. Was für Gang, du brauchst im Abendlicht. Cannabis, guckst auf den Schwanz und du bezahlst mit dich. Du hast hier 4,20 unten im Video und so, und hast hier mit deinem Grinder vorhin noch irgendwie klein gemacht und wirfst deinem Gegner vor, dass er allabendlich Cannabis raucht. Die rauchen Crack. Junge, die sind einfach auf einem höheren Level als du, Mann. Vor allem, Alter, was ist das für ein Video? Schau mal, er hat da unten geschrieben 420 2001. Ja. Soll scheinbar witzig gemeint sein, aber das schaut wirklich so aus wie mit dem Camcorder 2001 gedreht. Junge, ich verstehe das nicht. Jede fucking Handykamera heutzutage hat eine bessere Qualität als das. Und dann schickt man das hier als fucking Full HD ein. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das Ding ist, ich kann es auch nicht. Ich hab halt einen Dude, der sich um meine Videos kümmert. Der sitzt hier gerade neben mir. Nee. Ja, aber was ist das denn? Grüß auch nochmal, Tom. Aber ich kann es auch nicht. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein Video selber drehen müsste, das wird genauso aussehen. Nein, ich rede qualitativ. Schau dir das doch an. Ja, irgendwas haben die anscheinend falsch gemacht, und ich sag nur, dass wenn ich selber machen müsste, würde ich wahrscheinlich auch irgendwas falsch machen und dann wird es so ähnlich aussehen. Na, Bro, na. Aber ich würde es nicht selber machen. Oh, okay, weiter. Ja, machen wir weiter? Wir machen weiter. Aber nicht den ganzen Tag. Bist du gut, wenn du so kriegst von dem dopenen Herzinfarkt. Meist mein Carbon unter Hausaufgaben, legst dir drauf ein. Das wird im Blog nicht gern gesehen, wie die Kritik, die du teilst. Was du mir sicherlich vermeldet, dann ist dein Image nicht scheiße. Keines wäre noch schlechter, als durch Autismus zu leiden. Du bist so billig und scheiße. Lass ich mir keine Mühe geben, solltest du gewinnen, muss ich ewig mit der Lüge leben. Deshalb ist die Quali scheiße. Es ist so anstrengend, dazu zu hören. Weil ich muss mich so anstrengen, es zu verstehen, weil die Audioqualität so schlecht ist. Ich hab jetzt deine Notizen zu dem Battle auch noch nicht geguckt, aber wir sind doch uns beide einig, dass die beide hier nichts gerissen haben und der Gizek-Rap hier aber besser ist als Crackhouse-Typ Psycho-Nick. Leider, ja. Wissen wir das in die Länge strecken unnötig? Ja, fertig schon sollten wir schon. Ich meine, wir haben denen schon gutes Feedback gegeben, oder?
Haben wir das sehr konstruktiv gemacht. Das ist ein Scheißkopf, schaut euch das an. Hab ich auch wieder geraged, Alter. Professionalität. Ah, da habe ich beim Apex-Spielen geraged. Let's go. Ich distanziere mich von Apex-Spielern. Mein Individuum, es wächst nur bei stabilem Battle-Rap. Nicht bei einem G, der billig wert. Welche Moral soll mir bleiben? Der Typ ist unverliert und fast jeder Part ist der gleiche. Erstaunlich, wenn ich sehe das. Nee, die Hook müssen wir uns nicht nochmal geben. Na, auf keinen Fall. Ich will jetzt auch nicht zu gemein sein zu Gizek Rap, weil an sich ist da irgendwo auch Potenzial. Und wenn er vielleicht ein, zwei Freunde hätte, die auch schon länger rappen als er und ihm dann so ein bisschen an die Hand nehmen und ihm irgendwie gutes Equipment zum Aufnehmen geben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er da coole Flows und coole Sachen so raushauen könnte. Aber jetzt so das Endprodukt, das er jetzt gerade halt so abgeliefert hat, ist halt einfach nicht gut und auch wenn da Potenzial da ist, kann man das, finde ich, jetzt auch nicht so wirklich schön reden. Nee, also ich finde, man merkt, dass du dir im Vergleich zur letzten Runde auch vor allem bei den Reimen mehr Mühe gegeben hast, aber sie sind halt einfach immer noch nicht gut. Aber man merkt, er versucht mehrsilbig zu reimen, aber schafft das halt nicht so richtig. Verstehst du, was ich meine? Bleib aber dabei, dass du die Reime mehrsilbig genau. versuchst. Also du hast das schon besser gemacht, aber da ist halt noch einige Luft nach oben. Dann lass uns mal kurz hier Punkte hinschreiben. Ich habe mir nämlich keine Notizen gemacht. Ja. Ja. Video. Video ist 0-0. Nee, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gebracht, den Job. Psychonik kriegt einen Punkt. Weil das ist ein fucking recycelt, es waren keine neuen Aufnahmen. Ja. Und ich gebe halt, weil es ist ein Video, also gibt es den Gnaden einen Punkt für mir. GZK hat wenigstens mehrere Locations gemacht und zusammengeschnitten. Und hat noch das Problem oben, ist, ich will es gerne wertschätzen, aber es ist so asynchron gewesen auch, weil die wahrscheinlich von der Framerate her das Video noch schlechter war als seine Audio und deswegen verzieht sich das alles. Aber er hat schon, er war nicht so kacke. Ja, nee, also er hat auch ganz gut performt, so, aber. Ja, genau. Die Qualität ist halt ultra scheiße. Er sah aus wie ein Rapper. Ich hab richtig gerotzt hier gerade. Und, aber Qualität schlecht, Schnitt ist halt gerade so okay. Was hättest du jetzt aus dem Bauch aus gesagt? Video? Ja, 2 Punkte. 2 Punkte nur? Ja. Ich hätte jetzt 4 gegeben. 4? Wie viel gibt's insgesamt? 15. Nee, okay, dann doch nicht 4. Wir haben 4. Okay, wir haben nur 3 Punkte bei. Für das Drohnenvideo gegeben, das 4K war. Haben wir 3 Punkte gegeben? Ja. Nee, ja, dann 2 Punkte sind voll. Das ist halt für mich so, ich schätze das mündlich wert, dass du dir Mühe gegeben hast, aber das, was du abgeliefert hast, ist halt einfach nicht gut. Das ist die unterste Qualität, die ich like ever gesehen habe. Häng nicht rein und mach nächstes Mal eine gute Runde so. Das kann was werden. Du bist jetzt höchstwahrscheinlich im Achtel. Ich muss nochmal auf die Punkte vom Titus gucken. Flow Rap Stimmeinsatz. Also Stimmeinsatz fand ich bei Psychonic schon echt geil, so muss ich sagen. Ja, also Psychonik rappt halt absolut schlecht. Der Flow ist auch nicht sonderlich gut. Die Stimme ist halt cool. So, wir haben das jetzt aber auch schon mal gesagt. Also wir müssen jetzt hier nicht uns endlos wiederholen. Die wissen selber. Deswegen kriegt Psychonik von 20 jetzt mal 3 Punkte von mir. Psychonik kriegt 3 Punkte. Ja, für die coole Stimme. Okay, ja, das ist gerechtfertigt. Und für die Crack Pfeife. Ah, wir müssen aber fast 4 draus machen für die Hook. Von LBV, die haben nochmal ein bisschen besser. Aber die war auch scheiße abgemischt. Ja, stimmt, also nehmen wir den wieder weg. Ja. Hast du dir selber verbaut, Psychonik? Und Baba Strain, durch die Audioqualität versteht man halt richtig wenig, aber man merkt, dass du schon mal ein bisschen besser rappst und auch Ahnung von Stimmeinsatz hast. Bloß, ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich bräuchte die bessere Audioqualität dazu. Ich gebe mal 5 von 20. Jetzt das halbwegs kennen. Ich kann es ja nochmal. Von 20? Na, wir können es schon mal. Wir haben den anderen 5 von 20 gegeben. 4, oder? Ja. Aber dann können wir dem anderen, wir können Psychonik nicht 3 Punkte geben eigentlich. Auch wenn wir appreciaten echt hier deinen Stimmeinsatz, der ist cool, aber 3 Punkte, merkst du selber, ist nicht drin. Audio. Hook Beat Sound ist bei Baba Strain halt unterste fucking Schublade. Die Hook ist nicht gut. Der Beat hört sich scheiße an, obwohl es ein guter ist. Das ganze generelle Soundbild ist grauenhaft. Beschleunigen wir das, was würdest du jetzt aus Bauch raus sagen? 1 zu... Also für Psychonik. Also Soundbild ist auch scheiße. Nee, Baba Strain kriegt 1. Ach, okay. Nee, ohne Scheiß. Dann 1-1. Ich würde... Das ist ein klassisches 1-1. Nee, ich gebe 2. Okay, du bist... Weil die Audioqualität besser ist, aber... Okay, ich bin nur für den Input hier. Ich rede nur, diskutiere ein bisschen. Er gibt die Punkte am Ende. Text.
gibt 30 Punkte insgesamt, also müssen wir ein bisschen nach denen gehen. Gebe ich für Baba Strain jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus so 6 Punkte. Von 30 ist sehr fair. Kann er sich, finde ich, kann er zufrieden sein. Es sind zwei ganz in Ordnung Dinger drin gewesen, aber welche sonst waren das nochmal? Das eine mit auf sich selber zeigen. Stimmt. Und das mit schreibt's uns in die Kommentare. okay, und der bei andere Psychonik, da müssen wir, da können wir die Hook, die Hook ist cool. Ist textlich gut. So dieses er trinkt Wasser oder irgendwie, da war ein aber warte, ich gebe Baba Strain noch einen Punkt oben drauf, weil er sich bei den Reimen bemüht hat, die waren ja bei Psychonik deswegen nicht so gut. Die hätte ich schon in die 6 Punkte mit einrechnet, also. Ich mach das jetzt einfach mal so. So, ich denke 7 von 30 für den Text von Gizika. Und dann würde ich würde für den Text von Psychonik 0 Punkte geben und für die Hook 3 Punkte. Und dann hätten wir einen Zwischenstand von 7 zu 3 bei der Kategorie. Ich mache eine 5 draus. Eine 5? Ja. Großzügig, der Chaotic. Ja. Gesamteindruck. Es gibt 20 Punkte. Gizika, muss ich sagen, im unteren Viertel. Er hat das etwas bessere Video. Hat jemand schon mal eine Gießkanne-Line gemacht? Okay, nächste Runde. Scheiße, Alter. ich gebe jetzt mal. Nee, weil ich finde es wirklich. Also qualitativ halt Audio, Video richtig, richtig schlecht. Deswegen gibt es von mir. 4 Punkte. Achso, ja. 4? Ja, okay. Psychonik bekommt 3. Weil Psychonix entertaint mich ein Ticken mehr, ja, und die Hook war schon besser. Der entertaint schon. Weißt du, was ich meine? Okay, das sind die Punkte. 2 plus 4 plus 1 plus 7 plus 4. 18. Angaben ohne Gewehr. 1 plus 2 plus 2 plus 5 plus 3. 13. Also dann Leute, ich muss halt ehrlich sagen, es fuckt mich schon extrem ab, dass sie in der fucking Zwischenrunde teilweise schlechter abliefert als in den Runden davor. So nämlich. Das fuckt mich schon ab. Das fragt mich halt legit ich würde mir ab, auch keine Mühe geben in der Zwischenrunde. Ich verstehe dich so ein bisschen, die Teilnehmer. Aber. Aber so wenig Mühe geben ist doch peinlich, weil das hast du ja in deinem Racket so drin. Okay. Gießkannen-Rap, du weißt selber, du kannst dir mehr Mühe geben. Du hast ja Potenzial. Ich fand ja auch ein paar Reime und so an sich gut gedacht. Okay, und Titus und Co. haben 28 zu 20 für Gizika gegeben. Also 8 Punkte Unterschied, wir haben 5 Punkte Unterschied, geht beides an Gizika. Gizika, du bist eine Runde weiter. Los, Fee! Damit dürfen wir jetzt wieder losen. Hier sind noch die Zettel drin von Frozen. Willst du diesmal schütteln? Oh, ich schüttle ja. Da sind die Zettel von Frozen, Steel Car und Seki drin. Und Gizika Rap, viel Spaß, du kriegst einen dieser drei Gegner. Wer ist noch drin? Ich habe gerade nicht zugehört. Frozen, Seki und Steel Car. Dein nächster Gegner wird sein. Der hier. Achtel 6 von 8. Gizika Rap versus. Ich bin gerade zu dumm. Oh, Frozen. Frozen. An der Stelle nochmal Grüße an Frozen. Der einzige, den ich von den 4 Leuten, die da im Lostopf waren, kenne. Yo, Frozen versus Gizika Rap. Ihr wisst, in 3 Wochen ist Abgabe. Ich habe einen Favorit, aber ich sage jetzt aus Fairnessgründen noch nicht, wer es ist. ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war nicht ganz so lang wie das letzte, wahrscheinlich trotzdem eine halbe Stunde. Ja, ziemlich genau. Echt? Ciao. Peace.